Mustafa Kemal. Er nennt sich Atatürk, Vater der Türken. Er katapultiert die Türkei in die Moderne. Er hat die Frauen sichtbar gemacht. Er kennt keine Gnade, weder mit sich noch mit anderen. Ich bin kein Diktator. Ich will regieren, indem ich die Herzen erobere und nicht breche. Ein umstrittener Held. Geliebt und gehasst. Spaltet Atatürks Revolution der Türkei bis heute? Erster Weltkrieg. Das Osmanische Reich kämpft an der Seite des Deutschen Reichs und Österreich-Ungarns gegen Frankreich, Russland, Großbritannien. Vor der türkischen Mittelmeerküste kommt es zu einer der gewaltigsten Schlachten der Neuzeit. Britische Kriegsschiffe wollen durch die Dardanellen auf Istanbul vorstoßen. Doch sie scheitern. Das ist eine große Chance für Mustafa Kemal Atatürk. Alliierte Verbände landen auf der Halbinsel Gallipoli und lösen damit einen monatelangen erbitterten Stellungskrieg aus. Der junge Offizier Mustafa Kemal kommandiert einen ganzen Frontabschnitt. Einer seiner Befehle aus dem Schützengraben wird in die Geschichte eingehen. Eure Mütter haben euch nur für diesen Tag geboren. Ich befehle euch, nicht anzugreifen. Ich befehle euch, zu sterben. In der Zeit, bis der Tod uns ereilt, werden andere an unsere Stelle treten! Bereit machen! Zum Angriff! Mustafa Kemals Truppen sind in der Unterzahl. Aber er hält seine Stellung, bis Verstärkung kommt. Fest steht, dass er an zwei wichtigen Abschnitten entscheidend an der Zurückweisung der Landungsheere beteiligt war. Aber das große strategische Konzept hat der deutsche General Liman von Sanders gezeichnet. Die Türkei feiert bis heute Atatürk als den großen Helden von Gallipoli. Zahllose Denkmäler erinnern an seine Entschlossenheit. Die Osmanen erringen in Gallipoli einen letzten bedeutenden Sieg. Zu einem hohen Preis. Fast die Hälfte der Soldaten fällt. Aber auch dieser Sieg kann den Niedergang des Osmanischen Reiches nicht aufhalten. Seit vielen Jahrhunderten regieren die Osmanen Südosteuropa und große Teile der arabischen Welt. Im 19. Jahrhundert jedoch nennt man das riesige Reich den kranken Mann am Bosporus. 1908 gehen Bosnien und Herzegowina an die Habsburger verloren. Im gleichen Jahr erklärt Bulgarien seine Unabhängigkeit. 1911 geht Tripolis an Italien und 1914 gewinnt Großbritannien endgültig die Oberhand über Ägypten. An der Auflösung dieses Reiches bestand nicht der geringste Zweifel. Die Frage war für die Regierung in Istanbul und für die osmanische Öffentlichkeit, konnte man diesen Prozess anhalten, verhindern? In dieses zerbröckelnde Vielvölkerreich wird Mustafa 1881 hineingeboren. Er wird sich erst später Atatürk nennen. Sein Geburtshaus steht im heute griechischen Thessaloniki, damals Saloniki. Der frühe Tod seines Vaters geht ihm nahe. Gegen den Willen seiner Mutter schreibt er sich an der militärischen Mittelschule ein. Mustafa fällt als guter Schüler auf und erhält den Beinamen Kemal, was der Reife, der Vollkommene bedeutet.
Das Besondere an Mustafa Kemal ist, dass er ein Mann war, der sich der schwierigen Situation von Frauen bewusst war. Denn seine Mutter war eine alleinerziehende Witwe und er hatte zwei Schwestern. Er kannte die Herausforderungen, die seine Mutter zu meistern hatte. Und weil das so war, wurde er zu einem Offizier, der über die Gleichstellung der Frauen nachdachte. Thessaloniki war bis 1912 ein Teil des Osmanischen Reiches. Der Mittelmeerhafen zieht Juden, Türken, Armenier, Griechen, Briten und Italiener an. Der junge Mustafa Kemal wird für sein ganzes Leben von der liberalen Atmosphäre dieser Stadt geprägt. Das Zeitungswesen, das Druckereiwesen, die vielen Ausländer. Es gab sogar Deutsche in Saloniki, die ihre eigenen Brauereien hatten und ihre eigenen Kegelclubs. Es war schon eine sehr multinationale, westorientierte Gesellschaft. Seine Karriere setzt Mustafa Kemal an der berühmten Kaiserlich-Osmanischen Militärakademie von Istanbul fort. Preußisches Militärdenken prägt dort die Ausbildung. Denn es waren Deutsche, die die Militärschulen des Osmanischen Reichs modernisierten. Auch die jungtürkische Bewegung entsteht in diesem Umfeld. Eine abgehobene Militärelite, ehrgeizig, nationalistisch, am Westen orientiert. Mustafa Kemal gehört dazu. Die liberalen Reformideen der Jungtürken sprechen den frisch gebackenen Offizier an, der sich mit den Ideen der Französischen Revolution auseinandersetzt. Mustafa Kemal sah, hörte, fühlte Tag für Tag die erdrückende technische und wissenschaftliche Überlegenheit Europas, wobei für ihn nicht Deutschland oder Frankreich oder England das Modell war, sondern der Westen insgesamt. Die Jungtürken wollen das Osmanische Reich retten. Unter der Führung Enver Paschas verlangen sie politische und militärische Reformen. 1908 ergreifen die Jungtürken in Istanbul die Macht. Sie stürzen Sultan Abdülhamid und ersetzen ihn durch seinen Bruder. Um den weiteren Zerfall des Osmanischen Reichs zu stoppen, führt Enver Pascha das Reich an der Seite der Deutschen in den Ersten Weltkrieg. In diesem Krieg wird Mustafa Kemal zum Gegenspieler des karrieresüchtigen Kriegsministers Enver Pascha, der Mustafa Kemals Fortkommen behindert. Beide sind Patrioten, doch im Gegensatz zum elitären Enver setzt Atatürk auf die breiten Volksschichten. Unter schweren Bedingungen war unterzeichnet worden. Später erinnert er sich an diese Zeit. Nur ein türkisches Volk in Waffen kann die Krise des Landes überwinden. Soldaten, die Timur, Genghis Khan und Attila nicht kennen, werden auf dem Schlachtfeld nichts taugen. Während Mustafa Kemal in Gallipoli zum Kriegshelden wird, muss Enver Pascha an der türkisch-russischen Front eine katastrophale Niederlage einstecken. Im Frühjahr 1917 wird deutlich, dass der Ausgang des Krieges auch das Ende des Osmanischen Reiches bedeuten wird. Enver Pascha gibt Mustafa Kemal den Auftrag, den Kronprinzen zum deutschen Bündnispartner zu begleiten. Auf ihrem Weg zur Inspektion der Westfront hält die Delegation in Straßburg. Reichsstatthalter Hans von Dallwitz empfängt die osmanischen Verbündeten eisig. Ein Kapitel der osmanischen Kriegsführung belastet ihn. Hoheit. Herr General, die Herren. Zwei Jahre zuvor nehmen die Jungtürken unter Enver Pascha Schwierigkeiten an der türkisch-russischen Front zum Vorwand, brutal gegen die Armenier vorzugehen. Sie werfen ihnen Kollaboration mit dem Feind vor und ordnen ihre Deportation in die syrische Wüste an. Çünkü Ermeniler Anadolu'da Türklerden önce var. Die Armenier gibt es in Anatolien schon vor den Türken.
Das wissen wir. Es wird von einem Genozid gesprochen. Aber Osmanen und Armenier haben einander ja bekriegt. So lautet bis heute die offizielle türkische Position. Doch unter den 1,5 Millionen Vertriebenen sind überwiegend Zivilisten, Frauen, Kinder und alte Männer. Fast alle kommen bei den Gewaltmärschen ums Leben. International spricht man daher von Völkermord. Und Atatürk? Er hatte Glück, 1915 gegen Engländer, Australier und Neuseeländer zu kämpfen und nicht in Anatolien eingesetzt zu sein. So war er die einzige prominente Figur des jungtürkischen Verbunds, der nicht kontaminiert war. Bitte. Hoheit, mir ist eine Sache zu Gehör gekommen. Die Armenier sind sehr gutwillige Leute. Ihre Landsleute haben sich ziemlich schlimme Übergriffe erlaubt. Wie kommen Sie auf den Gedanken, zugunsten der Armenier zu sprechen, die behaupten, als Nation existiert zu haben? Und jetzt wollen Sie wieder beweisen, wer Sie sind? Zum Schaden des Osmanischen Reiches? Man hört schlimme Dinge, aber natürlich... Wir sind nicht hierher gekommen, um die armenische Frage zu besprechen, sondern um den wahren Zustand des deutschen Heeres kennenzulernen. Schließlich stützen wir uns auf Ihre Verbände. Wir verlassen uns auf Sie. Mein Herr, bitte. Von Dallwitz ist einer der wenigen, die nicht zur Deportation der Armenier schweigen. Auch der deutsche Botschafter in Istanbul protestiert. Doch Reichskanzler Bethmann Hollweg antwortet kühl: Unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten, gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Mustafa Kemal hat gewusst, das wird niemand abstreiten, dass den Armeniern unglaubliches Leid zugefügt wurde, ob von Istanbul gesteuert, ob von lokalen Banden oder Mitgliedern des Militärs, der Gendarmerie. All das war klar. Kurz vor Kriegsende fährt Mustafa Kemal zur Kur ins böhmische Karlsbad. Er leidet an einer Nierenbeckenentzündung. Selbst während des Krieges bleibt die Stadt der wichtigste Treffpunkt der besseren Gesellschaft. Und man kommt nicht nur wegen des berühmten Heilwassers. Die weltoffene Atmosphäre des Kurorts macht einen großen Eindruck auf Mustafa Kemal. So stellt er sich eine moderne Gesellschaft vor. Und erst die Frauen beeindrucken den Kriegshelden. Sie sind unverschleiert, selbstbewusst und wirken unabhängig. In der Frauenfrage müssen wir kühn vorgehen. Sie sollen ihren Geist mit Kunst und Wissenschaft füllen. Lasst uns den Frauen Bildung und Tugend näher bringen, damit sie ihre Würde behalten. Der Held von Gallipoli hat plötzlich Zeit zu beobachten und seine Ideen aufzuschreiben. In seinem Karlsbader Tagebuch hält er seine Überlegungen für einen modernen türkischen Staat fest. Jetzt setzt er auf ein elitäres Konzept, das den einfachen Leuten keine Mitsprache einräumt. Wenn mir einmal eine große Verantwortung und Macht zufällt, werde ich die Umwälzungen mit einem Coup umsetzen. Denn nachdem ich so viele Jahre höhere Studien betrieben und das zivilisierte und soziale Leben untersucht habe, um die Freiheit ein wenig kennenzulernen, soll ich auf die Stufe der einfachen Leute herabsteigen? Nein, ich werde sie auf meine Stufe heraufholen. Kurz nach Atatürks Rückkehr endet der Erste Weltkrieg für das Osmanische Reich mit einer Niederlage. Im November 1918 besetzen die Siegermächte große Teile des Landes. Der Friedensvertrag von Sèvres wird am 10. August 1920 unterzeichnet. Er beschneidet eines der größten Reiche der Weltgeschichte auf einen nur dünn besiedelten Landesteil in Anatolien.
Die Griechen haben schon zuvor Izmir besetzt und sind ins Landesinnere einmarschiert. Sèvres ist das türkische Versailles, aber letztlich hat Versailles den Deutschen den Status als potenzielle Großmacht erhalten. Das war in Sèvres nicht der Fall. Sèvres bedeutete die Auflösung des Reiches. Sèvres bedeutete eigentlich das Ende. Atatürk sieht in den Verhandlungen von Sèvres eine nationale Katastrophe. Lange vor Vertragsabschluss startet er in Samsun seinen Kampf gegen den Diktatfrieden. Mein Pascha. Am 19. Mai 1919 landete ich in Samsun. Jahre später wird sich Atatürk die dramatischen Ereignisse in Erinnerung rufen, als er an Nutuk, seiner berühmtesten Rede, arbeitet. Stellte sich die Lage folgendermaßen dar. Die langen Jahre des großen Krieges hatten das Volk erschöpft und verarmt hinterlassen. Diejenigen, die das Volk und das Land in den allgemeinen Krieg hineingezogen hatten, die das Volk... Nein, streichen Sie das Volk. Waren geflüchtet und sorgten sich nur um ihr eigenes Leben. Seinen Plan für eine künftige Türkei hat Atatürk da bereits in der Tasche. Haben Sie es? Atatürk wurde eigentlich nach Samsun geschickt, um die Demobilisierung der Truppen zu überwachen. Doch er verweigert der Regierung in Istanbul den Gehorsam und ruft zum Widerstand der muslimischen Bevölkerung gegen die Griechen auf. Eine Provokation. Er wird aus der Armee entlassen und gemeinsam mit seinem Kameraden Ismet Pascha in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Doch das schreckt ihn nicht. Mustafa Kemal beruft seine Anhänger zu Kongressen nach Erzurum und Sivas, um eine Gegenregierung auf die Beine zu stellen. Nach dem Sieg wird die Regierungsform die Republik sein. Der Sultan und die Dynastie werden zu gegebener Zeit so behandelt, wie es erforderlich ist. Der Schleier wird aufgehoben, der Fes abgeschafft. Man wird wie zivilisierte Nationen einen Hut tragen. Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es viele Männer, die wie Atatürk von militärischen Führern zu Politikern wurden. In Ungarn Admiral Horthy. Auch in Spanien gilt diese Regel, nämlich mit General Franco. Aber Atatürk ist der einzige Militärführer an der Spitze eines Staates, der Militärausgaben kürzt und in Bildung und Gesundheitswesen investiert, um die Wunden der Nation zu heilen. Atatürks neuer Staat braucht eine neue Hauptstadt. So entsteht aus einem kleinen Verwaltungszentrum das heutige Ankara. Auch in Ankara prägt Atatürk noch immer das Stadtbild. Am 23. April 1920 beruft Mustafa Kemal in Ankara die große Nationalversammlung der Türkei ein. Seine Gegenregierung erklärt den Vertrag von Sèvres für ungültig und die Istanbuler Regierung zu Hochverrätern. Dann schließt sie einen Vertrag mit den Bolschewiki. Als erstes Land erkennt die Sowjetunion die neue Regierung an und schickt Geld und Waffen für den Unabhängigkeitskrieg gegen die griechischen Besatzer. Es sollte noch 2 Jahre dauern, bis Atatürks Truppen fast die ganze Türkei zurückerobert haben. In diesem Krieg übernimmt Atatürk im Juli 1921 selbst das Kommando. Er zeigt sich wieder als kluger Stratege. Er verkündet die allgemeine Mobilmachung. Jeder soll einen Beitrag zur Waffen- und Munitionsproduktion leisten. Sogar die Frauen transportieren Granaten an die Front.
Mit seinem hochmotivierten Heer schlägt Mustafa Kemal die Griechen vernichtend in der Schlacht von Sakarya. Dafür erhält er den Ehrentitel Gazi, der Eroberer. Er hatte einen entscheidenden Vorteil. Mit dem Sieg im Krieg rettet er die Heimat. Dadurch wird sein Charisma unantastbar. Nur so kann er die Republik gründen. Auf eine andere Art und Weise wäre es nicht möglich gewesen. Diese Auffassung teilen viele Historiker. An der Ägäisküste beendet Atatürk 1922 seinen Kampf gegen die griechischen Besatzer. Auch sein Privatleben soll eine schicksalhafte Wendung erfahren. Kampflos fällt Izmir der türkischen Armee in die Hände. In den christlichen Stadtteilen setzen Plünderungen ein. Und vom armenischen Quartier aus entwickelt sich eine Feuersbrunst, die die Menschen in die Flucht treibt. 10 Tage später sind alle Viertel der Christen abgebrannt. Hätte Atatürk all das verhindern können? Als Atatürk nach Izmir kam, hat er die Griechen besiegt. Meine Überlegung dazu ist, warum sollte jemand, der als Sieger gerade in die Stadt einmarschiert, diese Stadt in Brand setzen? Soweit ich die Sache begreife, können es nur die Fliehenden gewesen sein. Dazu gibt es auch Dokumente. Aber eine gesicherte Behauptung ist das trotzdem nicht. Dass die Griechen, die ja nicht nur aus der Bevölkerung von Izmir bestanden, sondern auch aus 100.000, ich glaube bis zu 200.000 Flüchtlinge, förmlich auf die Schiffe getrieben wurden, kann niemand mehr bestreiten. Aber was wir nicht dokumentiert haben, ist, wer hat wann und wie die Stadt vernichtet durch Brandstiftung. Dass Mustafa Kemal selbst schweigsam blieb zu diesem Thema, ist eher ein Indiz, dass die Armee beteiligt war. In Izmir schlägt Mustafa Kemal sein Hauptquartier in der Villa der Kaufmannsfamilie Ushakizade auf. Latife, die Tochter des Hauses, hat sich geschworen, denjenigen zu heiraten, der Izmir von den Griechen befreit. Eine so schöne, elegante Frau trägt das Bild eines Soldaten um den Hals. Mein Pascha, ich habe es erst vor kurzem machen lassen. Der Tag, an dem die beiden zusammentrafen, war wirklich sehr dramatisch. Auf der einen Seite dieser Brand, auf der anderen Seite erblühte ihre Liebe. Sind auch Häuser ihrer Familie vom Brand betroffen? Ja, viele. Aber alles, was wir besitzen, soll brennen, mein Pascha. Wir haben die Feinde besiegt und durch ihre Führung werden wir ein neues Izmir aufbauen. Nicht nur Zuneigung, auch Patriotismus schweißt an jenem Abend das neue Paar zusammen. Die Bilanz dieser Tage: türkische Quellen sprechen von 10.000 Opfern, griechische Quellen hingegen von 100.000 Toten, vielleicht einem Drittel der Bevölkerung Izmirs. Von den Armeniern überleben nur Einzelne. Wenigen Verzweifelten gelingt es, auf die griechischen Inseln zu flüchten. Auch die Schiffe der Siegermächte im Hafen verweigern den Menschen jede Hilfe. So wird aus dem über Jahrhunderte multiethnischen Izmir eine türkische Stadt. Die Siegesfeiern im ganzen Land werden zu einem Triumphzug für den neuen Staat. Mustafa Kemal verwandelt sich in den Augen der einfachen Menschen endgültig in einen strahlenden Helden. Die Rückeroberung türkischen Territoriums macht den Friedensvertrag von Sèvre hinfällig. Atatürk zwingt die Siegermächte erneut an den Verhandlungstisch. Am 24. Juli 1923 wird der Vertrag von Lausanne unterzeichnet.
Atatürk konnte mit ihm die Bestimmungen von Sèvres zum Großteil revidieren. Ein Teil des Vertrags ist die Legalisierung von Vertreibungen. Um das osmanische Vielvölkerreich in einen türkischen Nationalstaat zu verwandeln, beschließen die Vertragspartner die größte Zwangsumsiedlung der bisherigen Geschichte. Sie betrifft Hunderttausende Menschen. Griechen, die als Staatsbürger im Osmanischen Reich gelebt haben, verlassen in großen Tracks das Land. Und Muslime, die ihre Heimat in Thrakien und Mazedonien hatten, machen sich auf den Weg in den neuen Staat Türkei. Andere kommen hinzu. Man darf nicht vergessen, es gab sehr viele Flüchtlinge und Umsiedler aus den Balkanländern, aus dem Kaukasus, die diese Nation bildeten. Nicht etwa geborene Anatolier. Es gibt Forscher, die ganz klar sagen, in der Türkei hat nicht das Volk die Nation gebildet, sondern der Staat hat von oben herab die Nation erst hergestellt. Innere Reformen folgen. Sultan Mehmed VI. Und später alle Mitglieder des Hauses Osman werden des Landes verwiesen. Am 29. Oktober 1923 wird die Republik ausgerufen und Atatürk zum Staatspräsidenten ernannt. Das selbstgesteckte Ziel hat Mustafa Kemal jedoch noch lange nicht erreicht. Was er in Karlsbad niederschrieb, will er als Staatspräsident umsetzen. Als erstes heiratet der langjährige Junggeselle Latife Hanim, die seiner Vorstellung einer modernen Frau entspricht, obwohl sie in der Öffentlichkeit ein Kopftuch trägt, aus Rücksicht auf die Traditionalisten. Atatürks Wunsch nach einer Zivilehe westlichen Musters scheitert an den nach wie vor geltenden Gesetzen des Osmanischen Reichs. Doch die Stellung seiner Frau verändert er sofort. Und Latife macht mit. Die Rolle Latifes in Bezug auf die Reformen sehe ich darin, dass sie Mustafa Kemal überall hin begleitete. Denn alle führenden Männer bis zu diesem Zeitpunkt, Ali Padishahs, gingen immer überall alleine hin, ohne ihre Frauen. Mustafa Kemal und Latife gingen überall gemeinsam hin. Ich glaube, dass das die größte Reform war. Und es macht mich traurig, dass das nie als Reform angesehen wird. Latife hat in Paris Rechtswissenschaften studiert und spricht fließend Deutsch. Die Junggesellenabende Atatürks weichen einem bildungsbürgerlichen Salon europäischer Prägung. Auch Frauen sind eingeladen. Atatürks Weggefährte und treuer Freund, Ministerpräsident Ismet Pascha, ist stets dabei. Und wie findest du sie? Sie ist tatsächlich die richtige Frau an deiner Seite, mein lieber Freund. So werden wir unsere Töchter erziehen. Sie sollen das lernen dürfen, was sie wollen. Bravo, Latife. Bravo. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit hebt Mustafa Kemal die europäische Bildung seiner Frau hervor. Sie kann auch Lord Byron und Victor Hugo zitieren. Für ihn ist Latife das lebendige Symbol seiner Kulturrevolution. Das erste Jahr der Ehe verlief hervorragend. Sie sagte sogar zu einem Journalisten, dass sie die Biografie ihres Ehemannes schreibt. Latife ist auch die erste türkische Frau, die ins Parlament geht. Sie sagt zu Mustafa Kemal, ich möchte deine Rede hören. Ich werde ins Parlament kommen. So geschieht es. Sie unterhält sich mit allen, lernt die ausländischen Gesandten kennen und erlebt einen sehr eindrucksvollen Tag. Kaum eine der Reformen Atatürks hat einen derart durchschlagenden Erfolg wie die Gleichstellung von Mann und Frau. In allen Berufen gibt es heute Frauen und sie sind viel emanzipierter als in anderen islamischen Ländern. Die Voraussetzung dafür ist die Einführung des Schweizer Zivilrechts im Jahre 1925.
Fünf Jahre später dürfen Frauen in der Türkei wählen, vor Frankreich und vor der Schweiz. Die wichtigsten Veränderungen, die sich Frauen wünschten, waren die Abschaffung der Polygamie und das Recht, sich scheiden zu lassen. Und nach der Einführung des Schweizer Zivilrechts hatten Frauen und Männer tatsächlich die gleichen Rechte. Alle Frauen, egal ob Befürworterinnen des Westens oder des Ostens, egal ob sie für das Kopftuch oder dagegen waren, haben davon profitiert. Viele der Frauen haben sich für dieses Recht eingesetzt und sogar dafür gekämpft. Doch die Abende mit Chopin und Zitaten von Victor Hugo finden bald ein Ende. Stattdessen gibt es wieder Männerrunden mit viel Raki, für die Mustafa Kemal berüchtigt ist. Auf die Republik, auf die Unabhängigkeit. Auf die Republik. Beni mecnun etti, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar et. Was soll das? Du trinkst schon wieder? Dein Arzt und deine Mutter haben dich gewarnt. Du sollst nicht so viel trinken. Meine Mutter ist tot. Aber du schränkst mich ein. Kontrollierst jeden Schritt von mir. Du bist der Präsident. Es geht um unser Land. Und mir um meine Freiheit. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Warum stimmte Latife nicht einfach allem zu, so wie andere Frauen? Warum widersprach sie ihm so oft? Latifes Unabhängigkeit weckte viel Unmut und störte die Menschen in ihrer Umgebung. Außerdem hat Mustafa Kemal in einer wichtigen Zeit seines Lebens allein gelebt. Und er war ein Mann, der seine Freiheit liebte. Ihm wurde klar, dass Latife ihn sehr einengte. Atatürk trennt sich von Latife nach islamischem Recht, kurz bevor dies durch das neue Schweizer Zivilrecht nicht mehr möglich gewesen wäre. Als geschiedene Frau des ersten Staatspräsidenten der Türkei lebt sie bis zu ihrem Tod zurückgezogen in Istanbul und Izmir. Doch Atatürk sehnt sich nach Familie. Im Lauf seines Lebens adoptiert er 8 Waisenkinder. Bei der Erziehung seiner Adoptivtöchter achtet er darauf, dass sie emanzipiert und patriotisch werden. Eine Adoptivtochter, armenischer Abstammung, wird später als Kampfpilotin Einsätze gegen die Kurden fliegen. Istanbul an Bosporus und Marmara-Meer. Auch hier ist Atatürk sehr präsent. Selbst wenn am berühmten Taksim-Platz, mittlerweile die große Moschee von Präsident Erdogan, das Denkmal des Staatsgründers überragt. Die heutige Türkei ist ein gespaltenes Land, hin und her gerissen zwischen Europa und der islamischen Welt. Ein Grundkonflikt, der bis zu Atatürk zurückreicht. Denn alle Reformen, die er als Staatspräsident der neuen Republik durchsetzt, haben ein Ziel: die damals rückständige Türkei Europa näher zu bringen. Und einen hohen Preis. Sie spalten das Land.
Unmittelbar nach der Ausrufung der Republik beginnt Mustafa Kemal, aus der Türkei einen laizistischen Staat zu machen. Einen Staat, in dem Religion und Politik voneinander getrennt sind. 1924 wird das Kalifat abgeschafft. Danach Koranschulen und Scharia-Gerichte geschlossen. Ein Jahr später Sufi-Orden und Derwisch-Konvente. Schließlich wird auch der Koran ins Türkische übersetzt. Die Hagia Sophia, bis 1453 christliche Kirche, ist während der gesamten osmanischen Herrschaft die Hauptmoschee. ...1934 lässt Atatürk sie als Abschluss seiner Religionsreform in ein Museum umwandeln. Bis heute reißen die Proteste deswegen nicht ab. Im Grunde war seine Antwort Atheismus. Weil er selbst kein Bedürfnis nach Religion hatte, keine mystischen Neigungen hatte, hatte er nicht das geringste Sensorium dafür, dass es Menschen gibt, die die eine oder andere transzendente Lebensform brauchen. Ob Kopftuchdemonstrationen in den 1980er Jahren oder der Ausbau islamischer Institutionen heute, dem Westen scheint es, als wäre die Religionsreform Atatürks gescheitert und die Re-Islamisierung auf dem Vormarsch. Doch ist Atatürks säkularer Staat tatsächlich in Gefahr? In der Türkei gibt es keine Re-Islamisierung. Eigentlich findet ein Klassenkampf statt, nur in einer anderen Form. Die Wirtschaft wächst, aber diese Entwicklung bringt Zerstörung mit sich. Die Zerstörung der Kultur, der Umwelt und die Ungleichheit in der Einkommensverteilung. Was stattfindet, ist also ein Klassenkampf, ein Kulturkampf. Der Westen versteht das nicht. Dies ist keine Re-Islamisierung. Modernisierer und Konservative stehen einander gegenüber. Im Machtkampf um Einfluss und Posten ist die Religion oft nur ein Vorwand. Atatürk sucht den Anschluss an Europa auch in Äußerlichkeiten. In der Kleidung sollen die Türken wie Europäer aussehen. Mustafa Kemal zwingt seine Landsleute, Fes und Kaftan abzulegen. Auch diese Umwälzung hat eine religiöse Komponente, gilt doch in Anatolien der Hut als Symbol der Gottlosigkeit. Das Hutgesetz von 1925 ruft sogar mehr Kritiker auf den Plan als die Abschaffung des Kalifats. Es kommt zu Revolten und Menschen werden zum Tod verurteilt, nur weil sie weiterhin den traditionellen Fes tragen. Im gleichen Jahr fordern Teile der Kurden ihre Autonomie. Atatürk weigert sich, obwohl sie ihm im Unabhängigkeitskampf geholfen haben. Der kurdische Scheich Said ruft daraufhin den Aufstand aus und predigt die Rückkehr zum Kalifat. Die Regierung greift mit aller Härte durch, der Scheich und 47 Gefolgsleute werden gehängt. Laizismus und Kurdenfrage. Bis heute sind sie Konstanten innertürkischer Auseinandersetzungen. 1924 begann das Regime strenger zu werden. Und mit dem kurdischen Aufstand von 1925 verstummen alle Oppositionsparteien. Auch die Presse wurde unter Kontrolle gestellt. Der Staat entwickelte sich zu einem diktatorisch zu nennenden Einparteiensystem. Atatürk dachte jedoch oft daran, vom Einparteiensystem zu einem Mehrparteiensystem zu wechseln. Denn er hatte den französischen Staat im Kopf. Doch es war einfach nicht möglich. Der Widerstand gegen Atatürks Reformen wächst, selbst unter ehemaligen Weggefährten. Im Sommer 1926 plant eine Gruppe von Verschwörern ein Attentat. Das Mordkomplott fliegt auf. Im ganzen Land finden Verhaftungen statt.
Für Atatürk die perfekte Gelegenheit, seine Gegner zu beseitigen, ob schuldig oder nicht. Herr Pascha, die Todesurteile wurden gefällt. Die Angeklagten haben gestanden. Selbst vor ehemaligen Vertrauten macht Atatürk nicht Halt. Sia, Shukre, Arif. Mehmet Arif Bey bittet um Gnade. Es gibt keine Gnade. Auch nicht für alte Weggefährten. 19 Todesurteile werden vollstreckt. Dutzende Verurteilte ins Exil geschickt. Sie alle sind Verräter. Die Opposition ist damit zerschlagen. Arkadaşlar, Arzu ulusal durum naziktir bu. Atatürk geht in die Offensive. In einer Staatsrede erläutert er 6 Tage lang seinen Aufstieg an die Macht. Er rechtfertigt seine Politik, rechnet mit seinen Feinden ab und wirbt um Unterstützung. Die Vorbereitung war eine gigantische Recherchearbeit. Es mussten 9 Jahre rekonstruiert werden aus Akten, aus Telegrammen, aus eigenen Statements der Epoche. 3 Monate bereitet sich Mustafa Kemal auf seine größte Rede vor. Er schont sich nicht, obwohl er gerade einen Herzinfarkt überstanden hat. Das Osmanische Reich gehörte, war im großen Krieg besiegt worden. Ein Mann, der für seine Mission brennt. Ein Politiker, der seine Kritiker mundtot macht, weil er sein Werk in Gefahr sieht. Die moderne Türkei. Selbst unter diesen Umständen und unter diesen Bedingungen, o türkisches Kind zukünftiger Jahrhunderte, ist es deine Pflicht, die Unabhängigkeit, die türkische Republik zu retten. Die Kraft, die du hierfür brauchst, ist mächtig in dem edlen Blute, das in deinen Adern fließt. Die Nutuk-Rede ist zweifellos das wichtigste Dokument, das man über die Ära Atatürks hat. Auch nach den Aufständen gegen seine diktatorische Herrschaft treibt Atatürk die grundlegende Veränderung der Gesellschaft weiter voran. Sein letztes großes Vorhaben ist die Reform von Sprache und Schrift. Die arabische Schrift wird durch die lateinische ersetzt. Arabische und persische Lehnwörter müssen echten türkischen Ausdrücken weichen. Die Folge ist, dass viele Türken die Zeitung nur noch mit einem Wörterbuch lesen können und binnen einer Generation ihre alten Bücher nicht mehr verstehen. Atatürk selbst unterrichtet sein Volk. Aus dem Militärhelden ist der erste Lehrer der Nation geworden. Für mich persönlich und viele Beobachter der Epoche ist die Schriftreform am wichtigsten. Die arabische Schrift und ihre Abschaffung hatte ja 2 Funktionen. Einmal sollte es die Bande zur islamischen Welt kappen, was für Gegner Atatürks natürlich nicht akzeptabel war. Andererseits hat es die Alphabetisierung ungeheuer erleichtert. In einem beispiellosen Kraftakt treibt der Staatspräsident trotz der einsetzenden Weltwirtschaftskrise Bildung und Industrialisierung voran. Er reist durchs Land, um die Verhältnisse der mehrheitlich bäuerlichen Gesellschaft kennenzulernen und ein staatliches Wirtschaftsprogramm zu starten. Um den Sprung in eine moderne Industriegesellschaft zu meistern, holt Atatürk Experten aus dem Ausland in die Türkei. Eingeladen wurden Spezialisten in allen Bereichen aus dem Ausland. Nicht nur Deutsche, Österreicher, Ungarn. Wer in Atatürks Republik als Verfolgter kam, hat Schutz erhalten. Aber die Intention war, Fachkräfte zu
rekrutieren. Die Fachkräfte konnten Nazis sein, das konnten politisch neutrale Menschen sein oder tatsächlich verfolgte Juden, die dankbar diese Möglichkeit aufgenommen haben. Für viele Türken sind Atatürks Reformen übereilt. Der Fortschritt wird ihnen aufgezwungen. Atatürk will das nicht wahrhaben. Ich bin kein Diktator. Sie sagen, dass ich Macht besitze. Ja, das ist richtig. Es gibt nichts, was ich wünschte und nicht umsetzen könnte. Ich gehe aber nicht mit Zwang und Ungerechtigkeit vor. Und ein Diktator ist jemand, der die Selbstbestimmung anderer unterdrückt. Ich hingegen will regieren, indem ich die Herzen erobere und nicht breche. Mit der Einführung des europäischen Namensrechts 1934 wird Mustafa Kemal schließlich zu Atatürk, dem Vater der Türken. Erst jetzt entsteht eine wahre Flut von verherrlichenden Bilderzyklen und Denkmälern, ein Personenkult, wie er für diese Epoche typisch ist. Bis heute sind Atatürk-Statuen überall präsent, auch wenn seine Partei und der Kemalismus derzeit politisch im Abseits stehen. Er war überzeugt, dass er der Einzige ist, der dieses Projekt durchführen kann, dass er diese Arbeit auch nicht mit anderen teilen kann. Er war fest von der Einzigartigkeit seiner Mission überzeugt, die nicht auf andere übertragbar war. In seinem Sinn war die Selbstausbeutung Voraussetzung für die Durchführung seiner Mission. Im Jahr 1927 übersiedelt Atatürk von Ankara nach Istanbul. Immer öfter zieht er sich auf seine Yacht zurück. Die Regierungsgeschäfte hat er weitgehend in die Hände seines Weggefährten İsmet Paşa gelegt, der als İsmet İnönü sein Nachfolger werden wird. Seit dem Ersten Weltkrieg kämpft Atatürk mit Krankheiten. Dann rächt sich auch noch der viele Alkohol. Selbstverständlich trank Atatürk. Aber wie viel trank er? Heutzutage benutzt man in Kreisen der Opposition Ausdrücke wie der Besoffene. Ich sehe keinen Nutzen darin, so etwas festzustellen. Denn im Alltag, vor den Massen, im Parlament, vor Journalisten oder wenn er Reden hielt, gibt es keinen Hinweis darauf, dass er jemals betrunken gewesen war. Was er an der abendlichen Tafel trank und welche Rolle dort Alkohol spielte, können wir gar nicht wissen. Die Einsamkeit setzt ihm zu, dem Vater der Türken, der nie eigene Kinder bekommen konnte. Seine Adoptivtöchter geben ihm eine Geborgenheit, die er nun nötiger braucht als all die Jahre, in denen er nur für seine Mission lebte. Dann, im Winter 1937, diagnostizieren seine Ärzte eine Leberzirrhose. Während Ende Oktober 1938 die Feiern zum 15. Jahrestag der Republik zu Ende gehen, liegt Atatürk schwer krank im Dolmabahce-Palast in Istanbul, seinem letzten Zuhause. Gern hätte er an den Feierlichkeiten teilgenommen. Auf dem Rückweg aus der feiernden Stadt fährt ein Schiff mit Militärkadetten am Palast vorbei. Sie singen die Hymne. Atatürk soll Tränen in den Augen gehabt haben. Kurze Zeit später stirbt Atatürk in Istanbul. Es ist der 10. November 1938, 9.05 Uhr am Morgen. Jedes Jahr legt die Türkei an diesem Tag eine Schweigeminute ein. Die Uhr in seinem Sterbezimmer zeigt die Todesstunde bis heute. Bei seinem Begräbnis trauert das ganze Land. Und die Staatsführung bereitet sich auf eine Türkei nach Atatürk vor, mit seinen Prinzipien. Es wird 15 Jahre dauern, bis Atatürk in sein Mausoleum in Ankara überführt wird. Selten hat ein Politiker eine Gesellschaft so schnell verändert wie Mustafa Kemal Atatürk.
Für den tief religiös geprägten Teil dieser Gesellschaft hat das Folgen bis heute. Heutzutage sind Atatürk und seine Revolution sehr aktuell, weil sich die Türkei zurzeit von der Republik Atatürks entfernt und den Weg zum Präsidialsystem beschreitet. Deshalb ist es besonders wichtig, sich an Atatürks Errungenschaften zu erinnern und an die Mühen, die damit verbunden waren. Man muss ja einen Vater nicht lieben, aber man kann nicht leugnen, dass er am Beginn dieser modernen Nation steht. Eines der wichtigsten Dinge war, dass er die Frauen sichtbar gemacht hat. Bugünkü Türkiye'de Atatürk gayri memnunların ümidi. In der heutigen Türkei ist Atatürk die Hoffnung der Menschen, die mit der vorhandenen Führung und Regierung unzufrieden sind. Ich sehe heute mehr Atatürk-Bilder als früher. Atatürk, Visionär, Revolutionär, Reformer. Vater der modernen Türkei. Eine lebendige Nation, hin und her gerissen zwischen Europa und der islamischen Welt.